Angular ist eines der drei größten Frontend-Frameworks, die zurzeit genutzt werden, neben React und Vue. Alle drei setzen aber hierbei das Konzept einer Single-Page-Application um. Das heißt lediglich, dass wir eine einzige HTML-Seite haben, standardmäßig die Index-HTML-Seite, und der ganze Content, den wir dann sehen im Webbrowser, der wird lediglich mit JavaScript gerendert. Das heißt, was letztendlich in dem Browser dann geladen wird, ist diese einzige HTML-Seite und massenhaft JavaScript. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass das JavaScript nicht groß wird, sondern dass wir da mit Tipps und Tricks am besten das Just Bundle so klein wie möglich halten und dann natürlich auch Stylingsformate, damit das HTML auch noch schön aussieht. Angular, als es damals dann entwickelt wurde und gegründet wurde, hatte eine Riesenmission. Die Mission hat damals Igor Mina gebracht, um eben ein Framework zu bauen, mit dem wirklich die Nutzer echt Lust haben, die Web-App, die damit gebaut ist, zu benutzen. Heißt, wenn ich als Nutzer einfach auf einen Button klicke in der Anwendung, dass ich dann nicht irgendwie ewig lang warten muss, bis Daten geladen sind, bis irgendwas gerendert ist. Dass ich irgendwie erwarten würde, dass jetzt ein roter Bubble irgendwo erscheint, wo vielleicht eine Notification reingeflogen ist, weil ich vielleicht auf den Knopf gedrückt habe und ich nicht irgendwie sekundenlang warten muss. Schlicht und kurz gesagt, die User Experience. Die User Experience ist einer der größten Ziele von jedem Frontend-Framework eigentlich. Und das war auch einer der Hauptmissionen von Igor damals, ein Framework zu bauen, mit dem man genau solche Web-Apps auch entwickeln kann. Ein weiterer Punkt, eine weitere Mission, die mir persönlich als Entwicklerin natürlich sehr wichtig ist, ist die sogenannte Developer Experience. Dass man halt auch ein Framework hat, mit dem man echt Bock hat, einfach jetzt Webseiten zu entwickeln. Dass man nicht stundenlang suchen muss nach der API, nach dem richtigen Syntax. Dass es auch einfach intuitiv ist, dass das jetzt klar ist, okay, hey, ich möchte jetzt ein Event registrieren, ich möchte jetzt einen Klickhändler implementieren, wie ist da der Syntax, und ich nicht immer und immer wieder neu danach googeln muss, weil es einfach so unintuitiv ist. Und gerade bei den beiden Punkten schon mal kann ich sagen, das hat Angular definitiv geschafft. Es macht mir persönlich auch mega Spaß, mit Angular zu entwickeln. Angular ist immer wieder intuitiv, es ist so simpel, die ganzen Konzepte umzusetzen, die wir jetzt nach und nach kennenlernen werden. Es macht einfach echt Spaß, mit Angular zu entwickeln. Ein dritter Punkt, der Igor sehr wichtig war, ist natürlich auch die Community. Dass man einfach sagt, hey, ich habe eine Frage, ich kenne mich mit Angular noch nicht ganz so gut aus, ich gehe jetzt mal auf den Discord, auf den Slack, E-Mail, ich frage das Angular-Team direkt, und dass man dann wirklich eine warme und willkommene Community entgegenbekommt. Dass man nicht irgendwie geblamed wird, weil man jetzt eine doofe Frage gestellt hat, sondern dass einem einfach geholfen wird und immer wieder erklärt wird und immer nett einfach miteinander umgegangen wird, ohne irgendwie jetzt Negativität irgendwie rüberzubringen. Und auch dieser dritte Punkt, gerade weil ich selbst in dieser Angular-Community so viel tätig bin, kann ich definitiv sagen, haben sie auch sehr gut umgesetzt. Denn eine Community ist neben Dokumentation wahnsinnig wichtig. Dass man eine gute Dokumentation ist, hat es eine Sache, aber dass man natürlich auch Leute hat um ein Framework herum, die einem immer wieder helfen, bringt natürlich ein Framework auch voran. Denn je mehr gute Laune und je mehr Menschen es nutzen, desto mehr neue Leute adaptieren dieses Framework natürlich.